Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Sommervideo. Und ich halte ja immer gern das Thema des Videos schon in Händen. Und heute habe ich gedacht, ich habe Getreide im Großmarkt mitgebracht. Es gibt ja sehr schöne Getreidesorten. Weizen ist zum Beispiel ungeeignet, weil er hat diese hübschen Grannen nicht. Aber Roggen oder Gerste haben diese Grannen. Und da lassen sich auch wunderschöne Arbeiten damit machen. Und man muss die Zeit nutzen, weil noch ist das Getreide grün. Es geht jetzt ganz, ganz schnell und dann wird es gelb und dann ist das natürlich wieder sehr, sehr herbstlich. Und dieses schöne grüne Getreide kann man auch jetzt kaufen und kann man auch aufhängen, also bündeln und umgedreht aufhängen zum Trocknen. Und dann bleibt diese schöne frische Farbe erhalten und man kann das getrocknete Getreide auch in Herbstarbeiten dann verwenden, weil wenn jetzt die Zeit ein bisschen fortschreitet, dann kippt das Getreide auch um und dann ist es quasi so geknickt und wird gelb und dann lässt sich das nicht mehr so schön verwenden. Und um diese Zeit, diese kurze Zeit im Sommer auszunutzen, und ich werde ja schon immer ganz wehmütig, wenn ich an Feldern vorbeifahre, wo das Getreide dann geschnitten ist, und dann denke ich, oh, der Sommer geht vorbei. Aber auch schon, wenn es gelb wird, dann finde ich, ist das immer so spürbar, dass diese tolle Sommerzeit schon so langsam kippt. Naja, wir hatten auch Midsommer, ne? Und um zu zeigen, was man Schönes mit dem Getreide auch machen kann, heute habe ich beschlossen, dass ich einen kleinen Strauß mit sehr schönen Freilandrosen binden möchte. Und da zeige ich mal, wie man diese schönen Feldfrüchte auch in dem Strauß toll arrangieren kann. Ich habe also kleine Freilandrosen mitgebracht, die sind so ein bisschen kugelig oder geschlossen und da steht auch mal ein Blättchen ab, das ist völlig normal, ich habe die schon abgedornt. Ich mache natürlich zum Straußbinden immer viele, viele Rosenblätter ab, also dieses Rosenlaub, weil das Laub nimmt dem Kopf Kraft und die Köpfe bleiben knackiger, wenn die nicht so viel von dem Laub versorgen müssen. Und so oder so verschwindet ja auch das Laub zwischen dem Grün im Strauß. Und ich fülle natürlich lieber den Strauß mit Efeu und mache das Laub an den Rosen ab und habe dadurch natürlich auch schöne, knackige Köpfe. Das ist der Sinn der Übung. Dann habe ich mitgebracht Efeu. Ich liebe Efeu, das ist ein ganz tolles Grün und der ist jetzt auch schon schön knackig und man sieht auch, das ist nicht mehr dieses helle Grün, sondern wenn das Grün so ein bisschen dunkler ist und dann ist es kräftiger und man sieht auch, wenn die Blätter dann mal fest sind, dann halten die auch ganz toll in den Sträußen. Und damit ich den Strauß schön binden kann, teile ich mir auch im Vorfeld. Das ist eh immer zu raten, auch wenn man nicht so oft Sträuße bindet. Ich könnte es zwar nebenher machen, aber ich teile mir auch ganz gerne mal vorher das Grün. Und dann ist es natürlich viel leichter, das zu binden. Das ist Efeu. Zum Thema Grünsorten, das ist ja auch ein großes Thema und da wird es auch noch ein schönes Video geben, weil Grünsorten ist auch unheimlich interessant. Das ist eine sehr schöne, gehört auch zu den Blüten, also wir kaufen das aus Blume, das ist Hypericum oder Johanniskraut und lässt sich sehr schön verwenden, um das zwischen die Rosen zu binden. Es ist immer so eine schöne Abwechslung. Ich sage, mein Spruch ist ja oft, dass das Auge was zu tun bekommt. Ich mag es, wenn verschiedene Blüten, Früchte, ja, wenn da verschiedene tolle, ja, schöne Arrangements oder ich sage mal, eine schöne Abwechslung im Strauß ist. Ich habe auch ein ganz tolles Video übrigens zum Thema einen Blumenstrauß mit Brombeeren. Da zeige ich nochmal, Moment, ich glaube, die ist immer links oben, deswegen muss ich jetzt so hoch zeigen. Da zeige ich nochmal die Infokarte im Video. Das ist auch ein sehr gern gesehenes Video. Das hatte ich letztes Jahr gemacht und es ist ja auch so eine Zeit, wo es noch gibt es grüne Brombeeren und auch die Zeit, man muss immer so wirklich die Phasen im Jahr gut nutzen und man muss da auch ziemlich schnell sein, weil es ist ruckzuck vorbei und also ein Blumenstrauß mit frischen Brombeeren ist auch immer was sehr Schönes. Ich fange wieder an, Strauß zu binden, lege alle Stiele in eine Richtung. Ich muss natürlich auch immer umgreifen. Ja, ich lege das Grün an, ich
ich drehe den Strauß in der Hand und man muss unbedingt immer drehen, und um anzulegen, weil ich kann ja nur hier meine Finger öffnen. Ist immer gar nicht so einfach, das zu zeigen, weil bei mir ist das so ein Automatismus. Lege die Blütenstiele hier zwischen den zwei Fingern an. Ich komme natürlich nicht an meinem Handrücken hier rein, und um diese Stiele hier anzulegen an einer Stelle, nehme ich den Strauß in die rechte Hand, drehe und nehme ihn dann wieder in die linke Hand. Ich bin Rechtshänder, ist ja auch ganz interessant, wer wie bindet. Ich bin Rechtshänder und folglich halte ich den Strauß links und habe rechts auch, kann damit arrangieren und gestalten, kann dann auch nochmal, weil rechts ist ja meine Hand, die geschickter ist, kann dann auch mal ein Blütenblättchen abzupfen. Und bei Linkshändern ist es genau andersrum. Das kann ich leider nicht zeigen. Das ist nicht meine Richtung, und deswegen ist es schwer, sowas zu zeigen. Aber ja, als Rechtshänder ist das dann so am einfachsten zu machen. Manchmal sind die Sträuße auch ziemlich schwer, da hat man schon ganz schön Gewicht in der Hand. Und manchmal haben wir so dicke Sträuße, da sind wir dann echt froh, wenn wir die aus den Fingern nehmen können, weil die haben dann richtig Gewicht. So Riesensträuße, ich habe neulich auch einen sehr schönen Strauß mit weißen Rosen. Da waren wirklich viele Rosen drin. Da kann ich auch nochmal den Link dazu einblenden. Da habe ich wirklich mal einen größeren Strauß gebunden, bei dem man auch sehr schön dann sieht, wie man den Strauß in der Hand drehen muss, um die Blüten immer anzulegen. Ich versuche auch beim Straußbinden immer alles schön zu verteilen. Also Rosen, Hypericum, Grün, um dass die Rosen in etwa einen ähnlichen Abstand haben. Und auch dazu muss man den Strauß natürlich drehen. Und da ich ihn in der Spirale gebunden habe, kann ich, wie jetzt mit dem Hypericum, das will ich genau an die Stelle, kann ich das auch einfügen und kann das einfach reinschieben. Manchmal überlegt man ja auch, wenn man was einfügen und denkt, welcher Stiel war das denn, oder ich will noch mal ein bisschen ziehen, dann kann ich ja einfach einmal kurz einen Zentimeter hin und her ruckeln und kann dann sehen, ach, okay, der ist das, und dann kann man auch noch mal was drehen, wenn man will. Ja, hier, das ist immer... Ach, ist eine schöne Vorführung. So habe ich das noch gar nie im Video gemacht. Aber das sind so kleine Tricks aus der Praxis, wie man den Strauß natürlich noch mal ein bisschen arrangieren kann und wie man auch noch mal die Gestaltung verändert. Ich fasse die Rosen auch manchmal an. Wenn jemand Rosen sehr schön findet, dann sagen manche, ach, sind die schön. Und von oben nie so auf die Rose fassen. Man kann die Rosen anfassen, man kann die von der Seite so in die Finger nehmen. Aber ich würde nie auf die Rose fassen, weil die Rosen bekommen Druckstellen, und diese Druckstellen, die gehen auch nicht mehr weg. Und es ist also sehr unschön, weil das werden dann so beige Flecken. Die fallen jetzt zwar bei dieser Farbe, die ich an Rose gewählt habe, fallen die nicht so extrem auf. Aber sobald man mit einer hellen Rose in Creme oder Weiß, sobald man mit hellen Rosen arbeitet, fallen diese Druckstellen extrem auf und sind also sehr hässlich. Und deswegen würde ich es vermeiden wollen, die Rosen von oben anzufassen. Also auf jeden Fall, ich sag dann immer ganz schnell, Finger weg. Das war nicht so nett, aber manchmal muss das sein. Wir haben jetzt hier schon sehr schönes Grün, und ich habe sensationell schöne Efeublätter. Meistens findet man gar nicht so schöne Efeublätter. Ich habe da also noch viel mehr. Wenn man es sieht, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und damit kann man auch schon ganz toll um den Strauß rumarbeiten. Und ich habe natürlich noch was anderes. Ein ganz tolles Grün. Das ist eine Akuba. Ist übrigens auch sehr beliebt bei Wühlmäusen. Wenn man die pflanzt, empfiehlt es sich schon fast, ein Drahtgitter in die Erde zu setzen und dann die Akuba reinzusetzen. Und die macht auch zu diesen orangenen Rosen mit den gesprenkelten Blättern. Ist eine sehr, sehr schöne Umrandung. Also, wenn du eine Akuba im Garten hast, nicht so schnell schneiden, damit man so lange schöne Stücke bekommt. Und damit kann man natürlich ganz toll Sträuße binden.
Und wenn die dann immer gleich geschnitten wird, sodass es nur so Mini-Fitzelchen gibt, dann hilft die leider nichts, um die auch zum Straußbinden zu verwenden. Ich nehme ja auch oft Aralie um die Sträuße rum. Und gerade deswegen habe ich gedacht, heute gibt es mal ein anderes Grün um den Strauß rum. Und so würde ich den jetzt auch schon binden, den Strauß. Ja, ich schneide den gerade mal ab. Gutes Werkzeug ist natürlich immer unerlässlich. Und man sieht, wie lässig ich diesen Strauß abschneiden kann mit einer guten Gartenschere. Floristik 24 hat solche tollen Gartenscheren. Und dann nehme ich noch immer ein Messer und schräge die Rosen an, sodass sie einen schrägen Anschnitt bekommen. Und dann bekommen die sehr gut Wasser. Das ist immer, also gerade die Rosen, ich erkenne natürlich die Rosenstiele. Rosenstiele haben ja einen glatten, sind ja sehr, sehr glatt, im Gegensatz zum Efeu. Und ich hatte jetzt 10 Rosen hier drin und die schneide ich nochmal schnell an, bevor mein Strauß zum Binden, ach genau, ich mache das immer so schnell, zum Binden ist ja auch immer wieder interessant. Ich habe hier den Bindebast, dann lasse ich so 15 cm ungefähr, nehme das, klemme den hier so in meine Finger rein und umrande, also gehe mit um den Strauß 2-3 Mal rum. Hab dann hier, ich mache das immer so schnell, ist natürlich klar, das ist die tägliche Arbeit. Hab hier jetzt schon 3 Mal den Strauß umrundet und mach wie bei einem Knoten den ersten Teil, gehe aber nochmal um den Bindebast drumherum, hab den also quasi 2 Mal umwickelt und ziehe hier jetzt auch richtig fest an. Und setze dann den Knoten darauf. Warum wickle ich 2 Mal um den Bast rum? Wenn ich das 2 Mal mache, dann löst sich der Knoten nicht. Und dann, weil normalerweise bräuchte ich ja jemanden, der sein Fingerchen da drauf legt. Aber das brauche ich nicht. Wenn ich da zweimal schlinge, dann geht es sehr, sehr einfach, dass der Bast sich nicht wieder löst und nicht wieder auseinanderspringt. Unser Thema war ja Getreide, habe ich nicht vergessen, aber ich wollte erst den Strauß binden. Also entweder könnte ich das Getreide, entweder könnte ich das so reinbinden, dass es raussteht. Das wollte ich aber jetzt gar nicht. Ich bringe ein bisschen mehr Ruhe in den Strauß, wenn ich das Getreide so reinlege. Ja, dann kann ich es hier so rüberlegen. Und das war auch mein Plan. Deswegen schneide ich jetzt mal die langen Stiele ab. Und nehmen wir ein bisschen Getreide, weil wir versuchen in der Floristik oft flächig zu arbeiten, um in einen Strauß Ruhe reinzubringen. Nehmen wir mal einen Heißkleber. Heißkleber und Klebesticks, ganz wichtiges Werkzeug, gibt es auch bei Floristik 24. Braucht man unbedingt, spätestens im Herbst, wenn die Herbstgrenze kommen. Und wenn natürlich auch Weihnachtsarbeiten kommen, geht es ohne Heißkleber ja gar nicht. Und ach, es ist wunderschön, dass das Getreide so schön grün ist. Das ist ganz, ganz, ganz toll. So. Ich würde mal, wenn man etwa 5 Getreideähren hier rein klebt, dann hat man eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Getreidedeko. So, Heißklebesticks. Ach gut, ja, dass der Heißkleber ausgeht. Heißklebesticks gibt es auch bei Floristik 24. Werden einfach in dem Heißkleber wieder in die Pistole hinten reingesteckt und weiter geht's. Und man kann wie bei einer Pistole einfach Gas geben und dann kommt schon der flüssige Heißkleber raus. Also schön aufpassen mit dem Heißkleber bei den Arbeiten, weil kann man sich auch ganz toll die Finger verbrennen. Also da würde ich immer ein bisschen aufpassen, wie viel man drauf macht und auch wirklich aufpassen, dass die Hände nicht einmal
gegrillt werden. Und falls wir uns mal die Hände verbrennen, sind wir auch ganz schnell, ist auch schön, einen Wassereimer zum Beispiel nebendran zu haben. Oder einfach ganz schnell abzukühlen oder das ganz schnell wieder vom Fingern runter zu machen. So, da schneide ich jetzt nochmal einen Stiel ab. Und hier sieht man also, das ist jetzt mein Blumenstrauß mit Getreide. Du kannst auch das Getreide reinziehen, dass das steht. Wenn der Strauß riesiger sein soll und mit Löwenmäulchen und es soll lässiger sein, dann kannst du einfach diese Getreidehalme, die ganzen, reinziehen. Hier wollte ich jetzt ein kugeliges Sträußchen machen und deswegen habe ich das Getreide geklebt und gelegt, um diese schöne flächigen Charakter zu betonen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nacharbeiten. Ich schreibe dir nochmal rein, wo du Bindebast bekommst, wo du eine gute Gartenschere, gute Floristenmesser, also auch das ganze Equipment, den Heißkleber. Diese ganzen Sachen kannst du mit 10% Fanrabatt bei Floristik24 bestellen. In Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich freue mich über Likes, Kommentare und wünsche ganz viel Spaß und Freude mit den Blumen. Für heute alles Liebe und eine gute Sommerzeit. Tschüss!